Außerdem würde ich das niemals machen. Ich würde das nämlich nur mit einer Hand machen. Die andere würde ich mir festbinden hinterm Rücken. Ich komme gar nicht, um irgendjemanden zu zerstören. So ein Blödsinn. Ich komme, weil ich einfach hier so ein Fassadenkletterer aus Moskau bin. Das macht Bock. Mein Gott, ey, dass das jetzt auch noch zum Jump'n'Run wird hier. Shooter, Rollenspiel, Jump'n'Run. Was kommt als nächstes? Oh, 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 oh! Zieh dich hoch! Zieh dich hoch, Junge! Jetzt geht's aber los hier. Ich sehe gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Ach so, da ist eine Leiter. Ah, die konnte man schlecht erkennen, so nah. Mich kann keiner mehr aufhalten. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Du wirst aufgehalten werden. Werde ich nicht. Ihr darf nicht. Wir werden ihn zerstören. Was ist denn jetzt los? Scheiße. Okay, das war irgendwie abzusehen. Naja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was passiert, wenn man nicht geradeaus auf die Türen zugeht. Deswegen bin ich auch absichtlich erstmal rechts rumgegangen, weil ich mir nämlich gedacht habe, nach hinten rum, weil ich mir nämlich gedacht habe, wenn ich geradeaus gehe, gut, das war auch falsch. Wenn ich gerade ausgehe, falle ich nämlich ganz bestimmt runter. Da laufe ich nämlich, glaube ich, den Laser um und... Aber probieren wir mal. Wir können ja dabei eigentlich nichts verlieren, ne? Außer unser Leben. Eine Tür. Das kann auch nicht stimmen.
kann auch nicht stimmen. Du kannst mich nicht aufhalten. Wow. Du wirst aufgehalten werden. Nix da. Noch ein Knobelspiel. Das könnt ihr vergessen. Keine Chance. Nein! Warum war das denn jetzt falsch, dass ich dem in die Arme gerannt bin? Ah. Oh nee, warum fange ich denn hiermit auch wieder an? Was soll der Scheiß denn? Da muss ich doch auch auf den Zug rennen. Du wirst aufgehalten werden. Okay. Haben wir schon mal gehört, so in der Art. Tricky, tricky. Das erinnert mich so ein bisschen an die verrückte Reise durchs Labyrinth. Nein! Und wieder von vorne. Lernt aus meinen Fehlern. Ich weiß allerdings nicht, wie ich reagieren muss da an der Stelle. Ich meine, hier mit den Türen ist klar. Da soll ich nicht rein. Da ist auch schon wieder falsch. Vielleicht muss ich da einmal reingehen, damit das akzeptiert wird. Komisch. Warum bleiben die zwei Türen denn jetzt auch offen stehen? Das war vorher auch nicht. Sind sie auf einmal zu. Mein Gott, das Spiel ist aber doch schon ein bisschen verbuggt, ne? Mir darf nicht. Du wirst aufgehalten werden. Ja, ich weiß, zum 5., 8., 72. Mal. So. Ja, mancher denkt jetzt nicht natürlich, warum guckt ihr nicht jeden Dingens, wie heißt das? Komplettlösung oder so. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Okay, ich muss also vor dem wegrennen. Seltsam, weil ich ja zuerst auf den Zug rennen musste. Nein, 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 nein. Ich gebe bestimmt nicht auf, das kannst du knicken.
Ich muss weiter. Weiter! Aber war denn jetzt schon wieder falsch? Boah, ich wollte schon sagen. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich gebe niemals auf. Geradeaus oder da lang? Geh mal da lang. Ach, meinen Kompass kann ich gar nicht rausholen. Mein Gott, hört mal auf zu quatschen. Was darf ich nicht? Ich darf alles, denn ich bin Artyom. Der, der alles machen muss, die ganze Zeit. Wenn einer darf, dann ich. Nee, ich glaube, dem muss ich auch wieder aus dem Weg gehen. Mein Gott, wie lange geht denn der Level hier noch? Ah, ist jetzt Schluss? Boah, ey, Psychospiele hier. Mal ein Schlückchen trinken. Das ist bestimmt Kahn. Ah, nee, doch nicht. Was ist denn mit mir los? Bin ich besoffen oder was? Boah! Ich habe eine Goldtrophäe! Wow! Die Raketen sind unterwegs! Und noch eine Goldtrophäe! Ja. Womit beendet man einen Atomkrieg? Mit einem Atomkrieg. Ist doch wohl logisch. Oh, erstmal ins Lagerfeuer setzen. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Tja, ich glaube, man hatte die Wahl, man hätte den Schwarzen auch überleben lassen können. Und dann hätte es ein anderes Ende gegeben. Ein alternatives Ende gibt es ja bei dem Spiel. Aber dafür spiele ich das nicht nochmal durch. Jawohl, Ende. Bam. Geschafft. Ah, endlich wieder mal ein Let's Play, das ich bis zum Ende durchgespielt habe. Das passiert ja nicht sehr oft. Das letzte, was ich bis zum Ende gespielt habe, war, glaube ich, Dead Rising 3. Rise, Son of Rome habe ich auch durchgespielt. Ah nee, Quatsch, Outlast und Whistleblower von Outlast. Auch komplett durchgespielt.
Laufen tut ja noch immer Borderlands 2, GTA 5. Was noch? Ich vergesse doch irgendwas. Ach ja, Super Time Force auf der Xbox One muss ich ja auch noch zu Ende bringen. Habe ich ja gestern gestartet. Wird auch im Livestream noch zu Ende gespielt. Ja, danke Andi, dass du jetzt die ganze Zeit auch hier noch fleißig geschrieben hast. Ne? Finde ich gut. Könnten sich andere mal eine Scheibe von abschneiden? Es wird ja viel zu wenig kommentiert mittlerweile. Man kriegt da viel zu wenig zurück. Ja. Danke für alle, die zugeschaut haben. Danke für alle, die auch dieses Let's Play dann letztendlich, wenn das jetzt hier als letzte Folge auf YouTube kommt, in meinem Kanal, das ganze Let's Play sich angeguckt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Teilweise war ich ja doch recht lustig drauf, teilweise doch etwas ruhig, weil bei dem Spiel konnte man ja jetzt gar nicht so viel quatschen eigentlich, weil die ganze Zeit ja im Spiel gequatscht worden ist. Ne, das war ja schon heftig. Das war ja quasi, ja, ja, die Vorlage ist halt ein Buch. Da wurde einem quasi das ganze Buch vorgelesen, kann man fast so sagen. War eine schöne Zeit, ich habe es gern durchgespielt und Respekt auf jeden Fall an die Programmierer. Nicht jedes Einzelplayer Solo-Campaign-Shooter-Spiel schafft es, mich so lange an sich zu fesseln. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Spricht für die Qualität. Also, wenn ihr das auch selber erleben wollt, ruhig kaufen, kostet nur 39,99, glaube ich, oder 29,99 sogar für die PlayStation 4 und Xbox One. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Irgendwann werde ich auch Metro Last Night auch noch durchspielen, auch hier im Livestream und dann in Teilen wieder auf YouTube reinsetzen. Allerdings kommt jetzt erstmal, jetzt ist erstmal Destiny dran und ich kriege diesen Monat auch noch NHL 15. Naja, wenn diese Folge auf meinem YouTube-Kanal kommt, werde ich wahrscheinlich NHL 15 und Destiny schon längst haben oder auch schon durch haben. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall. Na, schreib doch sowas nicht, Andy. Okay, ja, danke fürs Zuschauen. An dieser Stelle beende ich dann jetzt die Übertragung und ich kann jetzt nur noch sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, spielt's auch mal, wo ich sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Und jetzt versuche ich das so schnell wie möglich hier zu machen, ohne dass hier jetzt so viel Blödsinn noch angezeigt wird. Und